Du steigst den Leuten gerne aufs Dach. Und spielst gerne mit dem Feuer. Du verstehst unter Abdichten dir nicht nur die Rüstung wegzurömern, sondern auch Flachdächer und Bauwerke abzudichten? Dann komm zu uns. Wir sind die Firma K&B. Wir machen Bauwerksabdichtung, Flachdachabdichtung, Bausprenglerei und Betoninstandsetzung. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, das ist tatsächlich so. Wir arbeiten von der Firma aus in einem Umkreis von ein paar Kilometern. Wir haben keine großen Anfahrtswege. Jeder muss irgendwann mal zum Zahnarzt. Bei jedem ist das Kind irgendwann mal krank, wo es heißt, du pass auf. Ich muss morgen eine Stunde eher gehen. Es ist überhaupt kein Thema. Also da wird überhaupt nicht gemuckt. Bis jetzt, ich kenne ihn seit fast 6 Jahren. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Es gibt sicherlich auch mal Punkte, wo wir anecken. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist jeder recht zufrieden und kommt jeder gerne in die Arbeit. Ich meine, jeder behauptet von seinem Chef, ja, ist der tollste Chef und hin und her. Aber ja, es ist für uns aber tatsächlich so. Also es ist Arbeit ist Arbeit, privat ist privat. Das trennt er ganz klar, das können andere nicht. Wir denken auch, dass auch eine zweite Familie ist, diese Firma ist. Das finde ich super. Er sagt, pass auf, in der Arbeit zählt die Fachlichkeit. Da geht es mir nicht darum, ob ihr so ein Dach in 3 Stunden abdichtet und dann passt es hinten vorne nicht, dann fahren wir nochmal hin und machen das Ganze nochmal. Nehmt euch Zeit, die Zeit, die ihr braucht, macht es gescheit. Wenn ihr eine Stunde eher fertig seid, seid ihr eine Stunde eher fertig. Wenn es schon länger braucht, braucht es schon länger. Du bist draußen in der frischen Luft die ganze Zeit. Du siehst Ende des Tages, was man vollbracht hat. Ja, und es ist einfach schön mit anzuschauen, wie so eine Baustelle fertig wird am Ende dann. Es gibt, glaube ich, nicht viele Berufe, wo du so abwechslungsreich arbeitest wie der des Dachdeckers. Heute machst du Dampfsperre, morgen machst du ein bisschen Holz, nächsten Tag machst du Folie, übernächsten Tag musst du irgendwo ein bisschen reparieren. Das heißt, ist nichts langweilige Arbeit. Es ist so unterschiedlich. Du lernst eigentlich jeden Tag. Du lernst nie aus. Wir haben einen Quereinsteiger vom Bäcker bis zum Meister bei uns am Arbeiten. Also da kann sich jeder verwirklichen, wenn ihm das gefällt.